Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part des Pokémon Mystery Dungeon Team Rot, ich wollte gerade Team Blau sagen. Team Rot Let's Plays. Und zwar sind wir kurz davor, in den Stahlberg zu gehen. Ich habe etwas trainiert und ein paar Missionen gemacht. Bitte sei mir nicht böse. 4 Missionen waren es und 2 Level. Wir haben jetzt Normalrang mit 35 Punkten. Und unser Team ist jetzt Level 9. Hat nichts Besonderes dazugelernt, von daher lassen wir es erstmal. Wir geben auch, bevor wir zum Stahlwerk gehen, unser Geld hier ab. Damit wir auch nichts verlieren, falls wir sterben sollten. Wir haben jetzt 1583 auf der Bank. Oder 38, ja gesagt. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen was lagern. Denn wir wollen ja nicht alles verlieren, falls wir sterben sollten. Das ist nur Vorsorge. Und ein paar Anepisse für ihre kann weg. Und diese ganzen anderen Bären, die wir haben. Deswegen, so viele habe ich gar nicht Neues gekriegt, neue Items. Deswegen. Das war eigentlich nur dazu da, um eben nicht underlevel da in den Dungeon-Reich reinzugehen. Da der Kampf doch schon ziemlich an, ich sag mal, nicht an uns nagen wird, aber er wird doch etwas schwerer als gedacht, sagen wir mal so. Und ich habe so viel Spaß, so viel Lust auf das Let's Play, dass ich gleich 4 Parts am Stück aufnehme. Was nehmen wir noch mit? 7 Bären haben wir nur 2. Apfel kann auch weg, genau. Gut, dann haben wir jetzt auch gut was abgelegt. Wir haben Platz für neue Items und ich würde sagen, let's head it on to the new Dungeon. Und zwar zum Stahlberg. Und lasst uns Panzer-Aeron in den Arsch drehen, wie Dictri gesagt hat. Um Dicta zu helfen. Wir sind da am Stahlberg. Dicta wurde also zum Gipfel verschleppt. Stimmt! Der Gipfel ist auf Uhr 9. Da seht ihr schon, die Forderungen werden immer höher. Danke für eure Hilfe, auf Wiedersehen. What the hell? What the hell, man? Gehen wir. Ich mag das, wie das Tränen immer kommt da. Das denke ich mir, what the hell? Stahlberg, E6. Oder E6, E1. E6 wäre schön, wenn wir damit starten würden, aber... Wir haben hier einen schönen Vorteil, das sind alles Boden-Pokémon. Boden-Pokémon im Stahlberg, genau. Nee, hier sind erstmal Boden-, Kampf- und Stahl-Pokémon zu treffen. Joa, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber... Mal gucken. Mal gucken, ne? Wie das hier wird. Tackle, komm. Bam. Da. Eine Pürsefähre. Wollen wir nicht einsammeln, da wir schon eine haben, beziehungsweise 2 im Lager. Und wie gesagt, U9, das ist schon etwas höher wie die anderen Dungeons. Merkt ihr, wie Donnerhallhöhle oder... Oh, was ist das denn? Ein Fleet-Orb. Ja, ich habe euch ja in den letzten paar schon ein bisschen was so angedeutet von diesen Orbs, was das sein könnte. Das sind spezielle Items, die man einsetzen kann, die spezielle bzw. andere Effekte einsetzen können. Zum Beispiel der Flea Orb ist dazu da, almost eine Dungeon gefahrlos zu entkommen, falls man nicht mehr weiter weiß. Oder falls man nur einen Gegner rekrutieren musste oder beziehungsweise eine Mission machen musste und vergessen hat, dass man keinen anderen mehr hat. Und bevor man den Dungeon zu Ende macht, kann man diesen Flea Orb einsetzen und aus dem Dungeon hinauszukommen. Sehr nice Idee, gefällt mir eigentlich dieser Orb. Deswegen habe ich damals auch sehr oft eingesetzt bei legendären Pokémon und sowas, um da rauszukommen. Aber wie gesagt, darauf gehen wir später drauf ein, wie es aussieht mit legendären Pokémon und sowas. Aber wir sind auch erstmal ganz am Anfang der Story und werden ja erstmal gucken, was das hier ist. Hier haben wir ein schönes Pupanze, was nicht sehr stark ist, was nur mit Turbodreher uns Schaden machen könnte. Ja, ich wollte gerade sagen, mit Finte vielleicht, aber das hat gerade Turbodreher eingesetzt. IP abgestaubt, 29, wie gesagt, wenn wir die Pokémon nur durch Smashen des A-Buttons angreifen, passiert nichts. Genauso wie wir das jetzt machen, wenn wir ein Geoborg-Rock werfen würden. Zieht 20 solide Schaden ab bei jedem Gegner. Das war jetzt ein Fail, aber ein heftiger Fail. Ein Scheiß-Fail war das. Okay, wir sind wach geworden, wir sind im roten Bereich, wie ihr sehen könnt. Ich will eigentlich das Ding werfen. Und da habe ich es gegessen. Böse! Böse. Okay, nach diesem Fail, den wir zum Glück überlebt haben, wollen wir hier nochmal die Pupanzes und die Ibitax, wollte ich gerade sagen. Und die Habitax, so hieß das Ding genau, ich wollte gerade sagen. Wie hieß denn das Ding nochmal? Ibitax, Habitax, alles dasselbe, ne? Setz doch nicht dauernd Energiefokus ein! Ich muss mal kurz hier mein Team richten, wollte ich gerade sagen. Aber bevor wir kalt gemacht werden... Deswegen, ihr seht schon, manchmal kommt man hier echt in Situationen, die das Team überfordern.
Und wenn man einen Fehler macht, wie ich jetzt dann den Schlafsaum gegessen habe, den man eigentlich werfen wollte, beziehungsweise gar nicht einsetzen wollte, das ist echt schon schlimm. Hier ist nochmal so ein Kollege, den wir anvisiert haben, und dann schön mit einem Geobrock-Rock abwerfen können. Ja, der Zäuler, einer kommt nicht näher, das heißt, wir bleiben auf Distanz und schmeißen weiter Kerne, beziehungsweise Steine. Feuer, 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 Stein, 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 und weg damit. Und zwei Siedelbeeren, die nehmen wir natürlich mit. Da wir, wie gesehen habt, da sie schnell zum Gebrauch kommen. Aber mir ist das egal, diese Kämpfe bringen uns alles EP, was ziemlich wichtig für uns ist. Und unser Magen geht's noch gut, Geld, da haben wir auch schon wieder 100, Wetter klar. Das Wetter wird nicht immer klar bleiben, das ist in den ersten Dungeons immer noch so. Anvisieren, B, Attacke und Lehmschelle. Kriegstep sollte stärker als Tackle eigentlich sein. Beziehungsweise genauso stark, oder? Eigentlich schon. Eigentlich sollte Tackle genauso stark sein wie Lehmschelle. Wenn Lehmschelle mal treffen würde mit 95 oder 90 Genauigkeit. Deswegen scheiße ich drauf und mach einfach mal Tackle. Nochmal Geobrock Rock. Wir rocken das Ding mit Geobrock Rock. Und noch ein Orb. Was ist das denn? Ein Wurforb. Okay, noch mehr Geobrock Rocks. Deswegen, ihr seht schon, es gibt viele Dungeon-Items hier drin. Und da seht ihr auch schon, Medita hat einen Fleeorb aufgebracht. Wenn das Ding jetzt dann Fleeorb einsetzen würde, würde das Ding aus dem Dungeon fliehen können. Bringt dem Ding aber nicht viel. Nebenstelle, triff. Jawohl. Und jetzt setzen wir Tackle ein zum Vergleich. Oh, und Nebenstelle macht sogar mehr Schaden. Hab mich jetzt gewundert. Da kommt natürlich auch an, auf die Verteidigung und Spezialverteidigung des Pokémon. Zum Beispiel Tackle ist ja physisch und Lehmschelle ist speziell. Ja, ist es. Wollte gerade sagen, ist es nicht? Doch, ist es. Aber ich wusste noch nicht, doch. Oder war das schon der Gen? Mystery Dungeon. Nee, ich glaube noch nicht, dass es hier umgesetzt wurde mit speziell und physisch. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt noch keine Hand ins Feuer legen. Wer es weiß, soll es bitte in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren. Ich werde dieses Projekt nicht ganz weit vordrehen. Ich glaube, ich werde erstmal, ja, so 12 Parts drehen, die rendern und dann würde ich sagen, komm. Weißt du was, lädst du hoch? Habe ich gerade Bock drauf. Ne? Und ja, mal gucken, wie es hier weiterlaufen wird. Ja, wir laufen erstmal rum. Seht ihr schon, der Stahlberg hat sich schon geändert. Wir kommen langsam zur Spitze, heißt das. Wenn sich die Gegend ändert, beziehungsweise auch mal das Wetter. Oder die Pokémon haben sich jetzt auch geändert, wo auf der Ebene. Oh, was war das denn? Angriff erhöht sich. Das war nicht so schön. Aber die Gegner geben sehr viele EP, wie ihr sehen könnt. 50 EP ist eine Menge. Ein Rabauz. Würde ich eigentlich auf Distanz wieder erstmal angreifen. Weil das Ding hat einen sehr hohen Angriff und könnte uns mit einem Karate-Schlag so one-hitten. Ja, nicht one-hitten, aber gut Schaden machen, sage ich mal. Tackle. Und es gibt gute Erfahrungspunkte, auch wieder 54. Deswegen, sehr gute Trainingseinheiten hier. Ein schönes Stolunior. Vierfach Schwäche gegen Boden. Das heißt, es macht, wie ihr gesehen habt, sehr viel Schaden, unsere gute Lebensstelle. Oh, da sollten wir jetzt mal eine Sindelbeere nehmen. Falls ihr gesehen habt, dass das Ding 18 Schaden macht, wir noch 17 KP haben. Jetzt setzt es nur noch 8 ein, weil es einen normalen Smash gemacht hat. Lebensstelle, wie gesagt, einer der super Attacken hier vom Wasser-Pokémon. Nur Hydropi kann diese Attacke erlernen. Ich glaube, Shigi würde Blubber erlernen, was nicht so ganz toll ist. Und Kanimani Raserei, was nicht für ihn bringen würde. Deswegen habe ich, finde ich, auch Hydropi mit eins der besten Starter des Wassers. Genau wie Flemmi, weil eben diese zwei Typen haben, die sich unterscheiden lassen, beziehungsweise die was Besonderes sind. Und dieses Pensi macht mir doch schon ein bisschen Angst. Mach es kaputt, komm. Danke. Pinsy, ey, Pinsy, monströsen Angriff hat das Ding. Wirklich, ey. Pinsy ist echt nicht zu unterschätzen, ey. Keine Entwicklung dafür, schon monströsen Angriff. Habt ihr gesehen, wie Dinge fiel das Ding reinhaut mit Klammergriff oder was das war? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das für eine Attacke war. Okay. Noch ein paar Poké aufgehoben. Und da seht ihr schon, man kann durch ein paar falschen Moves schon sterben, aber wir haben einen Belebersamen, glaube ich, dabei, der uns retten könnte. Und wir haben noch eine Ebene vor uns, bevor wir zur letzten Ebene gehen können. Ich würde es aber noch gern noch hier noch gegen ein paar Pokémon kämpfen. Warum, ist ganz klar. Ja, ist nicht ganz klar, aber werdet ihr gleich sehen, warum. Erstmal die ganze Ebene durchgucken, durchchecken lassen. Dann greifen wir mit Tackle das Ding hier an. Wenn wir treffen. Siedelbeere, komm. Und jetzt würde ich sagen, esse ich mal einen Plosivsamen. Bam, 45 Schaden, sofort dead. Aber macht weniger EP, wie gesagt. Aber schön Schaden macht das Ding. Schön Lebensstelle auf Kleinstein. Ein Nikler macht uns gar nichts. Wir greifen speziell an und brauchen wir gar nicht mehr. Ein einfacher Treffer reicht da aus.
Noch ein Stoll Junior. Weil ich wollte vor dem Gegner bestimmt noch, eigentlich noch ein Level-Up machen. Härtner, oh. Nein! Falsche Attacke. Okay, ist noch weiter Härtner. Und Lebensstelle, komm. Nice one. That was a kill. Moment, ich muss erstmal noch bei Team, bei Flamly, Attacken, Energiefokus ausmachen. So. Ba. Da. Da, 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 da. Aber ich finde hier keine Pokémon mehr zum Kämpfen. Das ist echt schade. Hallo, Pokémons. Oh, da kommen zwei Militärs. Wovon es nur eins angreifen kann, weil das andere kann nicht quer über die Mauer greifen, weil es keine spezielle physische Weiterattacke hat. Oder wie ich es auch immer nennen will. Okay. Geduld. Okay, und dead. Was it? Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Doch, ein paar kleinen Chance kommen wir noch. Können wir eigentlich noch besiegen? Hemmstelle, komm. Flamny greift nicht an. Ich würde schon fast sagen, ich nehme gleich wieder eine Pille. Aber erstmal warten wir auf was das Rabauz macht. Okay, würde ich doch sagen. Oder wir switchen jetzt auf Flamny. Flamny kann das auch ruhig machen. Und wir schmeißen auch das andere da hinten. Ein Geobrock. Rock. Zack. Flamny greift das Rabauz an, tötet es. Und wir erledigen das durch die Geobrock-Rocks. Ganz einfach, ohne Probleme. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die letzte Etage nach oben, um Dicta zu retten. Aber vorher meint hier ein Rabauz noch aufzumocken. Von daher, Geobrock-Rock. Zack. Und den Rest machen wir ganz normal durch Flamly. Durch Flamly. Alles klar. Hier noch ein Rabauz. Deswegen, das ist eigentlich eine schöne Taktik zum Kämpfen. Hier kriegt man auch nicht sehr viel Schaden und so behält man auch seine ganzen Attacken, beziehungsweise seinen ganzen Movepool. Flamny kann den schön töten dann. Kriegen noch unser ganzen AP und wir haben Level 10 erreicht. Und dann Aquaknarre. Genau das wollte ich nämlich. Da wir auch erstmal durch Level Up erstmal volle KP wieder haben, beziehungsweise EP. Und wir haben Glut gelernt, das ist sehr schön. Das brauchen wir nämlich jetzt. Super. Super, 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 super. Ich will es eigentlich gerne Siedelbeere fressen, aber so kann man ja auch seine KP heilen. Von daher mache ich das lieber erstmal. Und wir haben jetzt zwei schöne Moves, etwa Aquaknarre und Glut. Hoffentlich setzt du es jetzt ein. Setz es bitte ein. Das war Kratzer. Du hast Glut einsetzen. Dann nicht. Dann setz es gleich ein. So. Wir sind voller KP, voller Tatendrang. Und so werden wir jetzt zum Boss stürmen. Und ich werde erstmal Kratzer ausmachen. Und nur gut dann lassen für den Boss. Weiter. Sieh mal, Zero, da drüben ist Dicta. Hey, geht's dir gut? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich habe Angst! Hey, ihr da. Was glaubt ihr, was ihr hier tut? Wir sind hier, um Dicta zu retten. Panzererum, bitte hör auf und lass Dicta gehen. Wie könnt ihr es wagen? Es ist alles ihre Schuld. Seit Tagen mache ich kein Auge zu wegen diesen schrecklichen Erdbeben. Jede Nacht rummert die Erde. Und das kommt alles nur, weil die Rabauken wie die Wahnsinnigen unter der Erde rumturnen. Hey, das stimmt nicht. Klar, in letzter Zeit gab es einige Erdbeben, aber dazu gehört mehr als Dictas Familie unter der Erde. Das löst keine Erdbeben aus. Seid still! Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist zwecklos, Panzer, und ist zu wütend. Er hört uns nicht zu. Wir müssen wohl kämpfen. Ein schöner Kampf jetzt gegen Panzer Aeron. Und zwar, bevor wir jetzt anfangen, erstmal schön einen Geobrock werfen, um 20 Schaden zu verursachen. Er kommt an. Wir machen gleich unsere schöne Step-Attacke. Aquaknarre. Um 20 Schaden aus. Und Flamny greift leider doof an, sag ich mal. Nicht mehr Glut, was sehr effektiv ist auf Panzer Aeron. Aber Panzer Aeron hat so keine Chance mehr, da wir schon krass overpowered sind. Ich schaffe es nicht. Ich werde mich lieber erstmal zurückziehen. Hallo du, wir haben Panzer Aeron verjagt. Jetzt ist alles
wieder in Ordnung. Du kannst rüberkommen. Ich kann nicht, ich hab Angst. Hab keine Angst. Wir kommen und holen dich. Bleib da, wo du bist. Wow! Wow! Sieh den Abgrund. Ich sehe den Boden nicht. Sieh, was machen wir jetzt? Wir kommen nicht rüber. Oh, hallo, ihr seid die Magnetilo, die wir gerettet haben. Wir haben hier vor erfahren. Wir retten den Diktator aus der Luft. Halte durch. Wir halten nicht fest. Keine Angst. Wir werden nicht versehentlich elektrisieren. Er ist Bodentyp. Wir könnten nicht elektrisieren. Hat keine Wirkung. Oh, ich hatte solche Angst. Vielleicht, weil es dort so weit nach oben war. Meine Füße fühlen sich immer wohl, als würden sie auf Lüften laufen. Füße? Er hat Füße? Du bist ja ein... bist jetzt in Sicherheit. Und das ist alles, was zählt. Ja, vielen Dank. Oh, du bist gerettet. Hurra, hurra! Daddy? Oh, wer war das denn? Ich höre einfach Stimmen. Ups, ihr könnt mich ja nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Hallo? Gestatten, Diktri. Oh, Papa! Dikta, ich habe mir Sorgen gemacht. Geht's dir gut? Ja, ich hatte Angst, aber es ist alles okay. Und alles dank Zero und seinem Team. Vielen Dank für ihr. Ihr seid echte Helden. Ihr müsst unseren Freunden Magnetilo danken. Wir hatten diese Rettungsaktion nicht allein geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Nein, nein. Was hätten wir denn tun sollen? Und da unsere Entwicklungen von beide aus dreien besteht, fühle ich mich mit euch verbunden. Pokémon müssen sich schließlich gegenseitig helfen. Ich bin beeindruckt. Manchmal. Nochmals, vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt gehen, Zero. Und warum habe ich eine andere Stimme? Flamly! Vielen Dank. Lebt wohl. Das Team von Zero hält 500 Poké, außerdem eine Pirsif-Schal und Gingeseng. Wir werden auch gehen. Oh, warte, lauf nicht weg. Was gibt's denn? Möchtet ihr unserem Team beitreten? Eurem Team beitreten? Genau. Ohne euch hätten wir unseren letzten Job nicht erfolgreich abschließen können, Magnetilo. Ich denke, dass wir in Zukunft Hilfe bestimmt gebrauchen könnten. Meinst du nicht auch, Zero? Ja, können wir gebrauchen. Und was meint ihr? Werdet ihr unserem Retterteam beitreten? Retterteam! Das klingt gut! Aber wenn ihr uns für Rettermissionen benötigt, müssen wir in der Nähe leben, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es nicht in der Nähe ein passendes Areal für uns? Naja. Oh, also nicht. Zu schade. Leider können wir euch nicht begleiten. Bis dann. Das ist wirklich schade. Ich glaube, wir müssen Orte finden, an denen Pokémon leben können. Wenn wir Teampartner haben wollen. Hä, ich weiß was. Lass uns morgen gemeinsam zum Poképlatz gehen. Da gibt es ein tolles Geschäft. Den Knuddelhof Club. Es war niemand da, als wir letztens daran vorbeiliefen. Aber morgen ist vielleicht geöffnet. Du weißt schon, das Geschäft neben der Snubblikant, was ich euch gezeigt habe, wo ich gedacht habe, da kommt noch was hin. Knuddelhof führt meist das Geschäft. Vielleicht bekommen wir da ein paar nützliche Hinweise. Also, morgen dann. Dann gehen wir wieder auf den Pokémon-Platz. Alles klar. Ampere speichern. Längerer Part heute, ich weiß, aber wie gesagt, es war ein schöner Part, schön Stahlberg abgeschlossen und alles drum und dran. Schon wieder dieser Traum. Welches Pokémon könnte das sein? Diesmal höre ich es besser. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte, erzähl mir mehr. Ich kann nicht, es schwindet. Und das war der Traum. Er wird immer länger, wie ihr sehen könnt, am nächsten Morgen. Gut, ich speichere ab und sag bis zum nächsten Mal, meine Freunde von Pokémon Mystery Dungeon, wenn es heißt, wir gehen auf den Pokémon-Platz zu Knuddelhof. Also, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!